Wunderbar. Soll ich beginnen? Wunderbar. Das freut mich. Ich werde gleich mal Quellen hochladen. So. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wieder eine Freude, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch über jeden, der mit Kamera eingeschaltet ist. Dann können wir besser kommunizieren. Das freut mich immer, auch Gesichter vor mir zu haben. Und das überbrückt die Distanz ein bisschen. Wir stehen an einem großen Tag. In Israel wurde und wird gewählt heute. Wir haben es vielleicht mitgekriegt, auch in Deutschland. Es umgibt uns von morgens bis abends. Und um 10 Uhr hier in Israel, das heißt in einer Stunde, werden die Urnen, Wahlurnen geschlossen werden. Sind wir gespannt, was die Resultate sind. Aber in unserem Shiur, in unserem Kurs, soll es heute um ein bisschen was anderes gehen. Wir werden aber sehen, dass es einen gewissen Zusammenhang gibt. Und ich möchte Sie einladen, ein paar merkwürdige Dinge mit mir zusammen zu erforschen und zu schauen, was wir hier entdecken können. So, dafür brauchen wir gleich die Quellen. Aber dafür möchte ich gerne nachfragen, wir feiern ja nächste Woche ein großes Fest. Welches Fest feiern wir nächste Woche? Pesach. Ja, da kam die Antwort Pesach. Und das scheint eine triviale Frage und triviale Antwort zu sein. Ich habe noch eine Frage, die ist schon ein bisschen weniger trivial. Wie lange feiern wir Pesach? Wie viele Tage und wie viele Tage davon sind gesetzliche, nach Torah-Gesetz, Feiertage? 7 Tage. 7 Tage. Und welche Feiertage sind darin enthalten? 1. und 7. Und Erev Pesach vielleicht. Einen Moment, ich habe einen Störfaktor. Ich muss kurz schauen, was das ist. Ich bin hier nicht zu Hause. Einen Moment bitte. Tut mir leid, ich bin bei einer Familienfeier bei meiner Schwester und meinem Schwager. Die sind auch ärztlich tätig und haben einen Notdienst. Ich habe dir das Gerät direkt nebenan. Deswegen, ich hoffe, dass ich mich konzentrieren kann, dass es keine weiteren Notfälle geben wird. So, ich hoffe, ich kann das richtig zusammenfassen. Es sind 7 Tage das Pesachfest. 1. Tag ist ein Feiertag. 7. Tag ist ein Feiertag. Im Ausland, da fügen wir natürlich wie üblich einen Feiertag zu. Den 2. Tag Yom Tov von der Diaspora in Israel ist am Ende des 7. Tages fertig gefeiert mit dem Pesachfest. Können wir dem zustimmen? Kopfnicken, wer einverstanden ist. Diejenigen, die ich sehen kann, die haben genickt. Die anderen hoffentlich auch wenn ich es nicht sehen konnte. Wunderbar. Dann lade ich Sie ein, einen Blick auf die entsprechenden Sätze der Tora zu werfen und zu schauen, ob sich das bestätigt, was wir gerade zusammengefasst haben. So, können Sie die Quellen sehen? Kann man sehen? Wunderbar. Wir haben hier oben 2. Buch Moses. Ist erkennbar. Ich habe hier alle Sätze zusammengetragen, die irgendwie die Feiertage von Pesach in der Tora beschreiben. Es sind 5 bis 6 Quellen, die wir übrigens am Pesachfest selber Tag für Tag lesen werden. Denn an jedem Tag lesen wir aus einem anderen Abschnitt das entsprechende Stück, das über das Pesachfest spricht. Und da haben wir nun im 2. Buch Moses, das ist direkt nach dem Auszug aus Ägypten, die erste Erwähnung vom Pesachfest als Zusammenfassung, was wir dann feiern sollen über die Generationen. Und da steht, wenn dich der Herr bringen wird in das Land der Kenaniter und so weiter, dort, wo es dann betont ist. Ich habe jeweils die ganze Passage genommen, damit Sie nachher nicht behaupten, ja, der Rabbin Engelmeier hat hier Dinge weggelassen, der versteckt was. Es ist alles drin und alles da. Das heißt es in den fetten Sätzen. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am 7. Tage ist es Herrenfest. Darum sollst du 7 Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir kein Sauerteig noch gesäuertes Brot gesehen werde an all deinen Orten. Meine Damen und Herren, wie viele Tage sind hier Feiertage? 7 Tage, richtig? Welcher von diesen 7 Tagen ist ein
Torah-Feiertag, das heißt ein Feiertag, an dem auch das Arbeiten verboten ist, weil es einen besonderen Status hat. Haben Sie es bemerkt? Ist nur ein Tag erwähnt, nämlich der siebte. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am 7. Tag ist ein Fest. Wo ist denn hier bitte schön der erste Tag verschwunden? Warum erwähnen wir das nicht? Interessant. Gehen wir weiter zur nächsten Quelle. Wollen wir schauen, ob uns da der erste Tag weiterhin vorenthalten bleibt oder ob er erwähnt wird. Die nächste Quelle ist im 3. Buch der Torah in Parashat Emor. Auch diesen Abschnitt lesen wir, nämlich am Schabbat. Ah, diesmal gibt es keinen Schabbat, also wird er am 2. Tag vom Pesachfest gelesen. Und da steht Folgendes. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr die heiligen Feste heißen sollt, da ihr zusammenkommt. Und jetzt passen Sie auf. Satz Nummer 6. Am 14. Tag des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Pesach. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote des Herrn, da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Der erste Tag soll heilig sein und so weiter. Und der letzte Satz, der 7. Tag soll euch heilig heißen. Hier haben wir nun den Aufbau, den wir vorhin angesprochen haben. 7 Tage, erster Tag Feiertag, 7. Tag Feiertag. Aber bei der Einleitung stellen wir fest, da kommt etwas anderes dazu, das wir bisher noch gar nicht auf dem Bildschirm hatten. Hier gibt es einen 14. des Monats Nisan und einen 15. Am 15. des Monats, sagt uns die Torah, ist Fest der ungesäuerten Brote auf Hebräisch Chag HaMatzot. Und am 14. Tag des Monats, das heißt 14. Nisan, Yudalet Nisan, das ist am Freitag, nächsten Freitag, wenn wir, und bei uns heißt dieser Tag Erev Pesach. An diesem Tag, sagt uns die Torah, ist ein Feiertag, Chag HaPesach. Chag Lashem Pesach. Es ist der Feiertag, der Pesach genannt wird. Na, was ist hier los? Wie kann das sein? Am 14. des Tages ist ein Feiertag, der wird Pesach genannt. Am 15. Chag HaMatzot, der Feiertag der Matzot, der ungesäuerten Brote, welcher 7 Tage dauert. Irgendwas ist hier nicht klar, was in der Tora. Die Tora scheint sich ein bisschen durcheinander gekommen zu sein. Nicht so ganz klar. Weiß die Tora nicht, dass wir am 15. Erst das Pesachfest feiern und bis zum 21. 7 Tage? Wer hat hier die Worte durcheinander geschüttelt in der Tora? Haben Sie vielleicht irgendeine Idee, warum die Torah das so darstellt, dass am 14. ein Fest ist, das Pesach genannt wird, am 15. ein Fest ist, das Matzot genannt wird? Ratlosigkeit? Wollen wir mal weiterschauen. Wir haben ja noch einige Quellen in der Torah, die über Pesach sprechen. Wir gehen über zum 4. Buch, die nächste Erwähnung, das ist im Parashat Pinchas, auch dieses lesen wir, nämlich an jedem Tag. Und da heißt es, in der Einleitung. Aber am 14. Tag des ersten Monats ist das Pesachfest des Herrn. Und am 15. Tage desselben Monats ist das Fest. 7 Tage soll man ungesäuertes Brot essen. Der erste Tag soll heilig sein. Und dann ganz am Ende. Und der 7. Tag soll bei euch heilig sein. Nun ist es schon das 2. Mal, dass die Tora diese Unterscheidung macht. Das 2. Mal, dass die Torah uns beschreibt, es gibt am 14. ein Fest und am 15. ein Fest. Und am 15. beginnt das 7-tägige Fest, das Chag HaMatzot, das Fest der ungesäuerten Brote. Und am 14. gibt es ein Fest, das Pesachfest. Habe ich irgendwas verpasst? Das ist nun schon ein bisschen mehr als ein Zufall, dass die Torah schon zum 2. Mal darüber spricht, dass es am 14. und am 15. 2 verschiedene Feste gibt. Irgendetwas scheint noch nicht in unserem Bewusstsein vorhanden zu sein, was die Torah hier anspricht. Gehen wir mal weiter zum 5. Buch. Können Sie mich immer noch gut hören? Ja. Ja, geht es? Wunderbar. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte unterbrechen Sie mich, weil ich habe Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, dass das so klappt. Könnte das mit dem Schlachtopfer zusammenhängen, dass das Lamm geschlachtet wird, dass das das Fest sein soll? Weil am 14. wird doch geschlachtet. Das ist richtig. Und es hängt sehr gut damit zusammen. Wir werden gleich auf Ihre Worte zurückkommen.
Sehr richtig. Ich möchte gerne noch die weitere Satzstelle anbringen, die ganz spezifisch über den Aufbau des Pesachfests spricht. Und das ist im fünften Buch der Tora, Parashat Re'eh, Wochenabschnitt Re'eh. Auch diesen lesen wir in den Feiertagen. Und da ist es auch, der ganze Abschnitt spricht über Pesach im Monat Aviv, das ist der Frühlingsmonat. Im Satz 2 heißt es, und du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Pesach schlachten. Ja, und dann erst in Satz 4, es sollen in 7 Tagen kein Sauerteig gesehen werden, in all deinen Grenzen. Das heißt, was die Frau Schert uns gerade gesagt hat, das ist hier ganz klar unterschieden. Es gibt eine Zeit, in der wir das Pesachfest schlachten, und es gibt eine Zeit, in der wir kein Sauerteig essen, sondern nur ungesäuerte Brote. Und die beiden Zeiten unterscheiden sich voneinander. Und es ist nochmal betont hier in Satz Nummer 8, dort, wo es betont ist, da sollst du das Pesach schlachten des Abends, wenn die Sonne ist untergegangen zu der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Es gibt also 2 Feste, ganz klar hier in der Tora festgehalten. Ein Fest, das heißt Pesachfest. Und ein zweites Fest, das heißt Fest der Matzot, der ungesäuerten Brote. Die beiden Feste sind unterschiedliche Feste, unterscheiden sich in ihrem Charakter, unterscheiden sich in den Zeiten. Das eine Fest beginnt am 14. Nisan zur Tageszeit, wenn die Sonne sich zu neigen beginnt, und endet mit dem Ende des Sonnenuntergangs und in der Nacht. Und dann gibt es ein zweites Fest, das kongruent beginnt, nämlich mit dem Beginn des 15. Tages, also am Abend, welchen wir als Sederabend feiern. An diesem Zeitpunkt beginnt das Fest der Matzot, der ungesäuerten Brote. Und das ist, was wir gerade beschrieben haben als Pesachfest, nämlich 1. Tag ist ein heiliger Tag, 7. Tag ist ein heiliger Tag, 7-tägiges Fest. Nur dieses Fest heißt nicht Pesach, dieses Fest heißt Chag HaMatzot, das Fest der ungesäuerten Brote. Da wollen wir doch verstehen, warum gibt es 2 Feste und was ist deren Hintergrund und wie werden die gefeiert? In der Haggadah am Sederabend erwähnen wir, dass wir 3 Dinge essen sollen. Das eine haben wir ja letzte Woche schon erwähnt im Kurs, nämlich die Matzot, die ungesäuerten Brote. Und da sagt uns Rabban Gamliel in der Mishnah, und wir erwähnen das am Sederabend, warum essen wir Matzot? Woran erinnern uns die Matzot, die ungesäuerten Brote? Wer kann das nochmal in Erinnerung rufen? Weil das Volk Israel in Eile aus Ägypten musste und der Teig nicht Zeit hatte zu säuern, mussten sie ungesäuerte Brote backen. Genau, das heißt, die ungesäuerten Brote, die erinnern uns an den Auszug aus Ägypten, wie wir de facto rausgezogen sind in die Freiheit. Chag HaMatzot, das Fest der Matzot, ist gleichzeitig auch in seiner Symbolik das Fest der Freiheit, denn wir sind in die Freiheit ausgezogen. Demgegenüber haben wir ein anderes Fest und dieses Fest heißt Pesachfest. Das Pesachfest, das ist nicht 7 Tage lang. Es ist nicht am 1. Tag ein heiliger Tag und am 7. Tag ein heiliger Tag, sondern es ist ein Fest, das nicht mal einen ganzen Tag andauert. Weniger als 24 Stunden. Es beginnt am 14. Nisan, ganz ungewöhnlich für den jüdischen Kalender, inmitten des Tages, nämlich um die Mittagszeit. Von diesem Zeitpunkt an werden die Pesachopfer geschlachtet. Die Lämmer, die für das Pesachopfer verwendet werden. Und das Fest endet mit dem Verzehr des Pesachopfers in der Nacht bis zur ersten Nachthälfte hin, wenn wir den Sederabend feiern. Was ist die Bedeutung und die Symbolik von diesem Fest? Also Pesach selber heißt doch überspringen. Richtig. Da haben sie das Blut an die Pfosten geschmiert und Gott ist übersprungen bei der Tod des Erstgeborenen. Und so sind die Erstgeborenen von Israel nicht gestorben. Und Gott ist da hat übersprungen, die Häuser. Ganz genau. Das ist, was wir am Sederabend sehr ausdrücklich sagen. Wir nennen genau das, was die Frau Huck gerade genannt hat. Nämlich, wir fragen Pesach al Shuma, weswegen feiern wir Pesach? Weswegen essen wir das Pesachopfer? Und dann die Antwort darauf. Die Schilderung, die wir gerade gehört haben, als Shum She Pasach, Agadosh Baruch Hu al Betei Bnei Israel, Benochpo et Mitzrayim et Pateinu Yitzil.
weil Gott übersprungen hat, Passach heißt überspringen, die jüdischen Häuser, er hat sie verschont, als er die Erstgeborenen der Ägypter geschlagen hat mit der 10. Plage. Daran erinnert uns das Pesachfest, die Unterscheidung zwischen den Ägyptern und dem jüdischen Volk. Und das feierten wir mit dem Pesachopfer, das geschlachtet wurde. Zu Zeiten des Tempels, wenn die Zeit gekommen ist, die Pesachopfer, die Lämmer zu schlachten, durfte man keine Arbeit mehr verrichten. Es war ein heiliger Zeitpunkt. Und eigentlich begann schon das Fest. Heute erinnern wir daran, dass die Halacha sagt, dass man bestimmte Werktätigkeiten vermeiden soll. Und zwar das, was nicht direkt zu den Feiertagsvorbereitungen gehört, soll in Erinnerung daran verhindert werden. Aber es ist kein richtiger Feiertag in dem Sinne, wie wir es heute kennen. Wir haben keine Kerzen, die gezündet werden. Wir haben kein volles Werktätigkeitsverbot. Derjenige, der Werktätigkeit macht, der übertritt nicht die Feiertagsgebote. Das ist ein Brauch, dass man da nicht schwere Tätigkeit noch machen soll. Und die ganze Stimmung ist nicht mehr feiertäglich. Und da frage ich Sie, was ist denn mit diesem Fest passiert? Wie feiern wir das denn heute? Die Antwort ist genau die, die Sie geben. Ohne Lamm. Ein Schweigen. Oh. Dieses Fest gibt es nicht. Ja, wir feiern Lamm. Heute kein Pesach mehr. Pesach ist von, uns gegangen mit dem Zeitpunkt, an dem der Tempel zerstört wurde. An dem Moment an, von dem wir nicht mehr die Pesachopfer bringen konnten, Pesachlämmer nicht mehr dargebracht werden dürfen als Pesachopfer, weil der Tempel nicht mehr besteht, können wir dieses Fest nicht mehr feiern. Wir haben einen ganzen Feiertag der Tora verloren, ein Fest, das Pesach heißt. Was wir heute feiern, das ist das Chag HaMatzot, das siebentägige Matzot-Fest, das erst am 14. am Abend, nämlich mit dem 15. Nisan beginnt und 7 Tage lang dauert. Das, was wir vor ein paar Minuten als Pesachfest beschrieben haben und was alle als Pesach bezeichnen, ist in Wirklichkeit nicht Pesach. Das ist Chag HaMatzot, das Fest der Matzot, der ungesäuerten Brote. Das ist uns übrig geblieben. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum ist das eine Fest verloren gegangen, das andere haben wir beibehalten? Schauen wir nochmal auf die Hintergründe. Das Fest der Matzot, damit feiern wir die Freiheit, die wir erreicht haben an Pesach. Diese Freiheit, sagen unsere Weisen, das ist eine ewige Freiheit. Lecherut Olam Yatzanu. Jedes Jahr sehen wir uns als freie Leute an, wenn wir Pesach feiern. Den Zederabend, wir lehnen an, wir trinken Wein, wir sind freie Leute. Denn diese Freiheit konnte uns niemand mehr wegnehmen. Es ist eine Freiheit, die von Generation zu Generation zelebriert wird. Auch in dunkelsten Zeiten sind wir im Verstand frei geblieben. Niemand konnte uns diese Freiheit wegnehmen, die wir in Ägypten beim Auszug gewonnen haben. In Ägypten war es das letzte Mal, da wir mental versklavt waren und uns völlig den Herren unterworfen haben, den ägyptischen Herren. Wir sind ausgezogen, wir sind in die Freiheit raus. Und diese Freiheit, die mentale Freiheit, die ist uns geblieben. Selbst unter allen Nöten und Unterdrückungen und Verfolgungen im Mittelalter und in der 2000-jährigen Diaspora, man konnte uns verfolgen, man konnte uns umbringen, man konnte uns nicht die Freiheit, die Willensstärke und die innere Möglichkeit, unser Los selber zu bestimmen, wegnehmen. Juden haben selbst unter stärksten, unter härtesten Bestimmungen immer noch ihre eigene Entscheidung gefällt, auch wenn es die Entscheidung war, lieber in den Tod zu gehen, als sich anderen zu unterwerfen. Diese Freiheit, die blieb für alle Generationen bestehen und deswegen feiern wir sie jedes Jahr von neuem. An welchem Zeitpunkt hat die Freiheit ihren Höhepunkt erreicht? Am 7. Tag Pesach. Denn bis zum 7. Tag war das jüdische Volk nicht wirklich frei. Die Ägypter saßen im Nacken. Die verfolgten das jüdische Volk. Sie sind nachgeeilt, nachgerannt. Das jüdische Volk stand am Schilfmeer und schrie auf und dachte, nach Ägypten zurückzukehren, weil die Herrschaft der Ägypter immer noch immanent da war. Sie war in den Köpfen der Israeliten immer noch vorhanden. Erst als am 7. Tag die Ägypter im Meer versanken, vor den Augen des jüdischen Volkes, und das jüdische Volk, die Ägypter, tot daliegen sah, dieses Imperium und diese Weltmacht war zerbrochen,
die Armee war kaputt und die Israeliten wussten, nun sind wir wirklich frei, Leute. Erst da wurde die Freiheit endgültig erreicht und gewonnen. Und das geschah am siebten Tag. Und deswegen haben wir in der ersten Quelle gesehen, wurde der erste Tag nicht mal erwähnt. Nur der siebte Tag. Denn beim Fest der Freiheit, der ungesäuerten Brote, des Auszugs aus Ägypten, ist der bedeutende Tag der siebte Tag. Der erste Tag ist nur der Beginn der Freiheit, der gewonnenen Freiheit gewesen. Der erste Schritt in die Freiheit. Aber sie musste vollendet werden durch das siebentägige Fest. Und deswegen essen wir sieben Tage lang die Matzot, die ungesäuerten Brote, um uns genau daran zu erinnern, dass wir in die Freiheit ausgezogen sind. Und nun kehren wir zurück zum Pessachfest. Das Pessachfest, das feiert die Unterscheidung des jüdischen Volkes von den Ägyptern. Die Ägypter wurden geschlagen, das jüdische Volk nicht. Es ist das erste Mal, dass das jüdische Volk als Volk ein auserwähltes Volk wurde. Es hat sich unterschieden von Ägyptern, es hat einen eigenen Weg begonnen, ein Weg, der von Gott gelenkt und geleitet wird. Das ist eine besondere Seite des jüdischen Volkes, welche nicht immer und nicht zu jeder Generation sichtbar ist. 2000 Jahre lang waren wir in der Diaspora. 2000 Jahre lang konnte man nicht erkennen, dass das jüdische Volk eine direkte Aufsicht von Gott hat, direkt von Gott beschützt wird, wie es damals in Ägypten war, und dass Gott die Bösewichte bestraft hat und das jüdische Volk verschont hat. Diese Seite, die blieb verborgen. Die ging in die Verborgenheit seit der Zerstörung des Zweiten Tempels. Seitdem wir nicht mehr das Pessachopfer darbringen können, können wir auch nicht zum Ausdruck bringen, dass das jüdische Volk auserwählt ist in seinem Los, in seinem Schicksal, in seinem Lebensweg. Und deswegen haben wir über diesen ganzen 2000 Jahre hinweg an das Pessachfest nur noch erinnert. Wir zeigen auf den Knochen, auf der Sederschüssel und zeigen und sagen, das ist die Erinnerung an das Pessachopfer. Und wir wollen wieder zurück. Am Pessach, am Sederabend, da erinnern wir mehr als einmal daran, dass wir nächstes Jahr wieder in Israel sein wollen, nächstes Jahr wieder in Jerusalem sein wollen. Leshana haba b'Yerushalayim abnuya, hashata hacha leshana haba be'arad Yisrael. Dieses Jahr hier in der Diaspora, aber nächstes Jahr in Israel, nächstes Jahr in Jerusalem, im erbauten Jerusalem, im Tempel, wo wir wieder das Pessachopfer darbringen werden können und die Hoffnung daran knüpfen, dass die Auserwählung des jüdischen Volkes mit der göttlichen Aufsicht wieder allen sichtbar werden wird und nicht in der Verborgenheit bleiben wird. Solange das nicht der Fall ist, solange werden wir uns mit Erinnerung begnügen müssen, solange ist das Pessachfest ein verlorenes Fest. Ein verlorenes Fest, an das wir nur in der Erinnerung anknüpfen können und die Hoffnung darauf, dass wir dieses Fest bald wieder gewinnen werden. Also wenn wir nächstes Mal die Frage haben, was feiern wir? Wir feiern noch nicht Pessach. Wir wünschen uns, Pessach zu feiern. Mit dem Aufbau des dritten Tempels. Hoffentlich wird das bald der Fall sein. Aber solange das nicht der Fall ist, feiern wir nicht Pessach. Wir feiern das Fest der Matzot, welches sieben Tage dauert. Pessach ist die Erinnerung, die uns vom 14. Nisan bis zum Abend des Sederabends begleiten wird. Das ist mal der erste Punkt, den ich hier anbringen wollte. Sind hierzu Fragen? Ich habe eine Frage. Ja. Seit wann ist Pessach nicht mehr gefeiert? Bitte? Seit wann ist Pessach nicht mehr gefeiert? Ist das direkt an dem Tag, als der Tempel zerstört wurde, oder ist das schon nach der Geschichte schon viele Jahre, bevor der Tempel zerstört wurde? Der zweite Tempel meine ich. Nein, das Pessachopfer konnte bis zum Ende gebracht werden. Das hängt nicht mit anderen Dingen zusammen, die während des zweiten Tempels schon teilweise nicht mehr da waren. Das wurde bis zum letzten gefeiert. Und es gibt auch die Frage, ob auch ohne Tempel das gebracht werden konnte. Aber diese Frage ist nur theoretisch. Also bis zur Zerstörung wurde das Pessachopfer gebracht. Also bis zum Zerstören des zweiten Tempels wird das Pessachfest immer gefeiert? Ja. Noch eine Frage ist, da steht in Tanach, dass die Fremden, die nicht beschnitten sind, die diese Pessach-Mahlzeit nicht teilnehmen dürfen. Und heutzutage darf jeder bei Sederabend teilnehmen, weil das ja eben nicht dieser Pessachfeier ist, dann darf jeder, auch Gast, auch alle, die mögliche
alles mögliche Leute, die dann damit gar nicht, ich meine, das nicht beschnitten sind oder nicht unbedingt die Juden sind, die dürfen das, weil das eben nicht das Pessachfest ist, sondern das ungesäuerte Brot ist. Ja, es gibt geteilte Meinungen dazu. Es ist tatsächlich so, dass Pessachfest, das bezeichnet den speziellen Bund des jüdischen Volkes mit Gott. Und deswegen nur diejenigen, die den Bund schon persönlich eingegangen sind, indem sie Beschneidung gemacht haben, durften auch am Pessachfest teilnehmen, an dem nationalen Bund mit Gott. Und deswegen durften vom Pessachopfer durften nicht Juden früher nicht essen. Heutzutage beim Sederabend, da essen wir nicht das Pessachopfer, deswegen ist das bestimmt abgeschwächt. Es gibt Meinungen, dass wir immer noch daran erinnern sollten und deswegen es nicht unbedingt für Nichtjuden gedacht ist. Aber es ist kein halachisches Verbot dabei und es ist vielerorts üblich, zum Beispiel, dass wenn es Familien gibt mit nichtjüdischen und jüdischen Bestandteilen, dass die gesamthaft am Sederabend teilnehmen. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist zulässig, halachisch. Ja, habe ich Sie richtig verstanden, Herr Rabbiner, dass wenn der dritte Tempel kommt, dass dann das Pesachopfer auch wieder dargebracht wird? Ja, so Gott will, darauf warten wir. Das ist richtig. Und bleibt es dann auch, weil es heißt ja, dass manche Opfer nicht sein werden, außer das Dankopfer? Ja, das widerspricht nicht. Das ist eine Sorte von Dankopfer. Das könnte durchaus im Dankesopfer mit drin sein, aber nicht sicher. Das ist tatsächlich auch eine Streitfrage, die aber eine andere Auswirkung hat, auf die ich hoffentlich noch zu sprechen komme im weiteren Verlauf, wenn wir es schaffen. Danke. Da möchte ich gleich anknüpfen und weiter fortfahren. Zwei weitere Punkte. Das erste ist, wir haben nicht nur das Pesach-Opfer, wir haben nicht nur die ungesäuerte Matzot, wir haben auch eine Mitzvah am Sederabend, 4 Becher Wein zu trinken. Warum trinken wir 4 Becher Wein? Sagen unsere Weisen, weil die uns an die 4 Stufen und Phasen der Gewinnung der Freiheit erinnern. Und die kommen im 2. Buch Moses vor. Wochenabschnitt war Ära. Und das haben wir hier vor uns, 6. Kapitel im 2. Buch Moses. Da schickt Gott Moshe zum jüdischen Volk zu sprechen. Wir sind noch mitten in Ägypten, mitten in der Sklaverei. Wir sind noch weit entfernt von dem Auszug, noch nicht mal die 10 Plagen haben begonnen. Und da geht Moshe hin zum jüdischen Volk und soll folgende Vision ihnen mitteilen. Satz Nummer 6. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch ausführen von euren Lasten in Ägypten und will euch retten von eurem Frönen und will euch erlösen durch ausgerecktem Arm und große Gerichte. Und will euch annehmen zum Volk und will euer Gott sein. Hier sind also 4 Ausdrücke der Erlösung erwähnt. Ich will euch herausführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen und ich will euch mir zum Volk nehmen. Und demgegenüber trinken wir 4 Gläser Wein. Nun, an dieser Passage, was sehr interessant ist, außer dass man sich jetzt den verschiedenen Phasen noch weiter widmen könnte, was ist die Auswirkung gewesen? Und Gott spricht davon noch ein 5. Ausdruck, nämlich, im nächsten Satz, und ich bringe euch in das Land, darüber ich meine Hand gehoben habe, das ist Abraham, Isaac und Jakob, das will ich euch geben zu eigen, ich der Herr. Deswegen haben wir einen 5. Becher Wein, der wird genannt Koschel Eliahu, der Becher des Propheten Eliahu. Und dieser, der wird nicht getrunken am Sederabend, sondern wir gießen ihn nur ein und erinnern daran, dass wir auch ins Land Israel kommen wollen als gesamtes Volk. Und das ist für uns ja auch eine Zukunftsvision, dass das noch passieren wird, dass sich das jüdische Volk gesamtheitlich in Israel versammeln wird. Und dann, was ist passiert? Moshe stellt sich also vor das jüdische Volk und sagt allen, den Sklaven, die gerade noch in der Sklaverei sind, gibt er ihnen diese großartige Vision, was Gott ihm gesagt hat. Wir werden rausziehen, ich werde euch erretten, ich werde euch erlösen und ihr werdet mir zum Volk sein, wir werden zum Berg Sinai kommen und wir werden ins Land Kanaan ziehen und dort ein freies Volk sein. Und was ist die Reaktion der Israeliten? Moshe sagte solches den Kindern Israel, aber sie hörten ihn nicht vor Seufzen und Angst vor harter Arbeit. Die Israeliten waren so sehr in der Sklaverei. Man kann sich vorstellen, diesen Hyde Park Corner in London, da steht einer oben und predigt mit hohen Tönen, erhobenen Blickes, blickt er in die Ferne und unten gehen die Leute gebeugt vorbei. Und sie haben schwere Lasten auf sich und sie haben nicht mal die Ohren, um zu hören. Sie hören Moshe nicht zu.
Und da müssen wir uns doch fragen, wozu wurde dann diese großartige Vision gegeben? Was bringt es dem jüdischen Volk, diese großen Worte anzukündigen und davon zu sprechen, was sie alles erwarten wird, welche große Zukunft, wenn sie verschlossene Ohren haben und nicht mal die Möglichkeit haben, in Ruhe einen Moment stehen zu bleiben, einzuatmen, auszuatmen und zuzuhören? Wozu ist das dann gut? Es gibt zwei mögliche Antworten, die man darauf geben kann, und beide sind bestimmt auch richtig. Die erste, die hängt mit einem Punkt zusammen, den der Kotzker Rebbe betont hat. Im täglichen Schma-Gebet sagen wir, dass diese Worte, die Worte, die den Glauben an Gott bezeugen und die Hingabe und die Liebe zu Gott, diese Worte sollen uns auf das Herz gelegt werden. Diese Worte sollen uns auf dem Herzen sein. Fragt der Kotzker Rebbe, Rabbi Mendel von Kotz, warum auf dem Herz? Wir wollen diese Worte im Herzen tragen, nicht auf dem Herzen. Was nützt es uns, wenn es auf dem Herzen ist? Sagt der Kotzker Rebbe, manchmal ist das Herz nicht offen. Manchmal sind wir nicht bereit, gewisse Dinge und Botschaften in uns aufzunehmen, weil die Umstände es nicht zulassen. Aber dennoch sollen wir nicht locker lassen. Wir sollen die Dinge aufs Herz legen. Morgens und abends und immer wieder. Denn wenn die Dinge stets auf dem Herzen sind, dann kommt der Moment, an dem sich das Herz öffnen wird und die Dinge, die auf dem Herzen liegen, werden ins Herz reinfallen. Es braucht nur den richtigen Moment dafür und wenn die Worte da sind, dann werden sie auch ankommen. Das jüdische Volk war in dem Moment nicht bereit zu hören, aber die Worte sind auf dem Herzen und sie ziehen mit diesen Worten noch ein Jahr lang durch die Sklaverei. Doch an dem Tag, an dem der Auszug kommt, da werden sie sich daran erinnern, dass schon lange eine Vision da ist, die ihnen aufs Herz gelegt wurde. Und nun wird das Herz sich öffnen, diese Worte in sich aufnehmen zu können. Und das ist ein wichtiger Gedanke, dass auch wenn Leute nicht in der Situation sind, etwas in sich aufzunehmen, soll man nicht deswegen Worte ungesprochen lassen. Man soll es aufs Herz legen, denn wenn der Zeitpunkt kommt, dass die Worte ankommen, dann sollen sie auch schon da sein. Aber es gibt noch eine zweite Antwort darauf und das ist, wir nach 3.500 Jahren erheben jedes Jahr zum Sederabend 4 Gläser Wein auf diese 4 Ausdrücke. Bei uns sind die Worte angekommen. Wir blicken zurück und verstehen, dass Moshe hier eine großartige Vision dem jüdischen Volk damals und uns heute mitgibt. Und das feiern wir mit den 4 Gläsern Wein und mit dem Verständnis, dass Gott seine Worte erfüllt, zu seinen Worten steht, wie am Anfang der Passage eingeleitet ist. Ich bin der ewige euer Gott und ich stehe zu meinen Worten. Ich bin der Herr und ich offenbare euch meinen Namen in voller Fülle. Und das können wir heute nachträglich erkennen, dass das tatsächlich Wort für Wort eingetroffen ist und uns bestärken. Und da kommen wir zu einem dritten Punkt. Und zwar, wir haben ja viele Gebote des Sederabends bereits erwähnt. Die Matzot, die wir essen, das Pesachopfer, an das wir erinnern, die 4 Becher Wein. Ein wichtiges Gebot, das wir bis heute erfüllen, eines von 2 Tora-Geboten vom Sederabend, ist selbstverständlich über den Auszug von Ägypten zu sprechen. Und das tun wir ausführlich im längeren Teil vor dem Essen, Magid, am Sederabend. Und was wir da tun, ist etwas Interessantes. Nachdem wir einige Einleitungen gehabt haben, welche in der Haggadah festgehalten sind, kommen wir schließlich zum Hauptteil, nämlich der Erzählung des Auszugs aus Ägypten. Und dann nehmen wir 4 Sätze in der Tora, nur 4 Sätze, und legen sie aus nach dem Midrash, nach Interpretationen und verstehen sie in die Tiefe. Und das sind die 4 Sätze, die wir hier vor uns haben, aus dem 5. Buch Moshe, 26. Kapitel. Ich werde kurz einleiten, wo wir uns da befinden. Die Tora spricht darüber, 5. Buch, wir sind schon gegen Ende der Tora, kurz von deinem Eintritt ins Land Israel. Da kommt nun der Ackerbauer, so wird beschrieben, wenn er denn sein Feld beackert hat. Er bringt die Früchte in den Tempel rein oder zum Heiligtum, zum Mishkan. Und wenn er die Früchte bringt, dann soll er Gott danken und gleichzeitig an die Vergangenheit erinnern. Und da sagt er folgende Sätze darüber. Bikurim ist das übrigens, die Bikurim, die Erstlingsfrüchte. Und da sagt er, da sollst du antworten, Satz Nummer 5, wo es betont ist. Da sollst du antworten und sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer
und nahe dem Umkommen und zog hinab nach Ägypten und war daselbst ein Fremdling mit geringem Volk und war daselbst ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns übel und zwangen uns und legten einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Diese vier Sätze, die zitieren wir in der Haggadah, die nehmen wir auseinander Wort für Wort, gehen in die Tiefe, verstehen den Sinn. Wie sah die Sklaverei aus? Wie grausam war sie? Mit welchen Dingen war sie durchsetzt? Aus jedem einzelnen Wort verstehen wir noch Einzelheiten. Nur hier stellt sich eine große Frage. Wenn wir nun die Haggadah schreiben müssten und uns überlegen müssten, wie schreiben wir die Haggadah, wie werden wir Jahr für Jahr an den Auszug aus Ägypten erinnern? Wo würden wir wohl in der Tora nachschlagen und daran erinnern, wie wir aus Ägypten ausgezogen sind? Ich glaube, es wäre uns klar, wir würden im zweiten Buch der Tora aufschlagen, und zwar dort, wo der Auszug aus Ägypten beschrieben ist, wo er passiert ist. Wir aber tun das nicht. Wir gehen zum fünften Buch der Tora und nehmen dort Sätze, die daran erinnern, wie wir aus Ägypten ausgezogen sind. Warum tun wir das? Warum gehen wir nicht einfach dorthin, wo der Auszug aus Ägypten passiert ist, beschrieben ist, in aller Fülle? Wir brauchen keine Midrashim, es ist alles da, wie schlimm die Sklavenarbeit war und wie das jüdische Volk aufgeschrien hat und wie es erlöst wurde. Das ist alles ausführlich beschrieben. Dafür brauchen wir nicht Midrashim, Erklärungen, Auslegungen. Warum nehmen wir hier vier dünne Sätze und pusten, blasen sie auf, damit sie möglichst die ganze Geschichte wiedergeben? Es gibt verschiedene Antworten darauf. Eine Nebenbemerkung, die nicht unwesentlich ist, dass in dieser Beschreibung hier, die wir vor uns haben, ist Moschee nicht einmal genannt. Denn am Sederabend soll es nicht um Moschee gehen, nicht um den großen Erlöser in menschlicher Form, der uns aus Ägypten geführt hat, sondern Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Nur er ist hier erwähnt und nicht Moschee. Interessanter Ansatz. Bestimmt auch eine wichtige Botschaft. Bei uns gibt es zuerst mal nicht den menschlichen Helden, sondern Gott, der alles bestimmt und der uns aus Ägypten erlöst hat. Aber ein weiterer Ansatz, der mir sehr gefällt, ist, einer der wichtigen Punkte am Sederabend, wenn wir so da sitzen, wir sollen uns fühlen, als ob wir selbst aus Ägypten ausgezogen sind. Wenn wir nun die Geschichte hervorholen würden, wie es im zweiten Buch der Tora beschrieben ist, dann würden wir uns wohl fühlen wie im Märchenland. Einer setzt sich hin, schlägt das Märchenbuch auf und beginnt zu erzählen, welche Geschichten waren, welches schlimmen Anfang es hatte und welches Happy End am Ende. Wir würden das Märchenbuch zumachen und sagen, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie bis heute glücklich. Aber das ist nicht der Auszug aus Ägypten. Der Auszug aus Ägypten ist ein Ereignis, das wir Jahr für Jahr von Neuem durchleben, wie in einer Spirale. Wir kehren zurück zu diesem Punkt. Wir befreien uns. Wir werden wieder befreit von Jahr zu Jahr erneut beim Pesachfest. Und das kommt nur mit diesen Sätzen zum Ausdruck. Denn hier treffen wir nicht die Sklaven in Ägypten an, nicht die Israeliten, die aus Ägypten geführt wurden, sondern wir treffen hier den freien Mann an, der in Israel steht. Der Ackerbauer, der sein Land selber bebaut als ein freier Mann. Und er holt die Früchte raus, weil er hart gearbeitet hat. Und er könnte sich sagen, ich bin mein eigener Herr und ich habe das mit eigenen Händen geschafft, diese Früchte aus dem Boden zu bringen. Das tut er aber nicht. Er geht in den Tempel mit seinen Früchten und legt sie vor dem Priester hin und er sagt, all das habe ich Gott zu verdanken, weil er uns aus Ägypten geführt hat und er hat uns an diesen Ort gebracht. Und er hat seine schützende Hand über uns gehalten, auf dem ganzen Weg von Ägypten raus aus der Sklaverei hin in die Freiheit. Und nur deswegen bin ich imstande, heute diese Früchte vor Gott hinzulegen. Das heißt, dieser Mann hier, der hier diese Sätze sagt, ist ein Vorbild für alle Generationen, der Ackerbauer, der freie Mann, dass er uns sagt, wir blicken auf den Auszug aus Ägypten und sagen,
Das ist ein Teil von uns. Wir sind heute freie Menschen, weil wir aus Ägypten ausgezogen sind und jede Generation wieder von aus Ägypten ausziehen. Weil wir die Freiheit mit Kraft von Gott und mit eigener Kraft wieder erreichen und verstehen, dass hier in der Ursprung für all unseren freien Wahlen und Entscheidungen liegen und dass wir die Kraft des Auszugs aus Ägypten erreichen durften. Und das ist, glaube ich, ein schöner Grund, warum wir die vier Sätze nehmen und beschreiben und nicht zurückgreifen auf die geschichtliche Seite, sondern auf die Relevanz für uns heute. Und damit möchte ich zu einem abschließenden Punkt kommen. In der Haggadah, gleich zu Beginn der Haggadah, finden wir eine Streitfrage, in der sich mitten in der Nacht eines Sederabends die Weisen gestritten haben. Es wird zu Beginn des Sederabends erzählt, wie fünf Weise in Bnei Brak saßen und gemeinsam den Sederabend feierten bis zum nächsten Morgen. Und Ben Soma erhebt sich, Entschuldigung, Rabbi Lazar ben Azaria, er erhebt sich und sagt, endlich wurde ich bestätigt in meiner Annahme, dass wir des Auszugs aus Ägypten auch in der Nacht erinnern und nicht nur tagsüber. Und zwar hat Ben Soma meinen Standpunkt aus der Tora unterstreichen können. Und tatsächlich machen wir das so, wir erwähnen den Auszug aus Ägypten jeden Tag zweimal, am Schma im Morgengebet und beim Schma im Abendgebet. Und die Weisen, die Chachamim, die dagegenhalten, sagen nein. In Wirklichkeit erwähnen wir den Auszug aus Ägypten zweimal, gemeint ist in dieser Welt und in der künftigen Welt, wenn Mashiach gekommen sein wird, Limotah Mashiach. Diese Streitfrage steht zu Beginn des Sederabends zur Debatte. Der Talmud geht auf die Streitfrage ein und bringt schließlich die Worte von Ben Soma. Er sagt, wie könnt ihr Weisen sagen, dass wir in der Zukunft noch an den Auszug aus Ägypten erinnern werden? Heißt es doch im Propheten Jeremiahu, das Tage, das ist im 23. Kapitel von Jeremiahu, und sie werden nicht mehr sagen, groß ist Gott, der uns das jüdische Volk aus Ägypten geführt hat, sondern groß ist Gott, der uns herausgeführt hat und die Nachkommen vom jüdischen Volk aus den nördlichen Ländern und aus allen Ländern, aus welchen es verstoßen wurde. Das heißt, so ist der Talmud, so ist die Talmudstelle. Die Weisen antworten darauf, ja, du hast recht, in der Zukunft wird tatsächlich der Auszug aus Ägypten nicht mehr eine große Bedeutung haben, aber wird nicht ganz verschwinden. Er wird eine kleine Bedeutung haben gegenüber der großen Bedeutung der Worte vom Propheten Jeremiahu. Aber wird noch da sein. Das bedeutet, nach allen Meinungen, sowohl nach Rabbi Lazar ben Azaria und Ben Soma, als auch nach dem Weisen, wird in der Zukunft der Auszug aus Ägypten keine große Bedeutung mehr haben. Entweder gar keine mehr oder nur noch eine geringe Bedeutung gegenüber der künftigen Erlösung. Nun kam Rav Shmuel Eliyahu, der Oberrabbiner von Tzfat, und weist darauf hin, dass in diesem Satz, den ich gerade zitiert habe aus dem Propheten Jeremiahu, geht es nicht um Mashiach, es geht nicht um den dritten Tempel, es geht nicht um irgendeine Zukunftsvision, die nicht greifbar vorhanden ist. Es geht nur um einen Punkt. Der Prophet Jeremiah spricht nur von der Größe davon, dass das jüdische Volk aus den nördlichen Ländern und aus allen Diaspora-Ländern gesammelt wird. Dafür wird Gott gepriesen werden, stärker als beim Auszug aus Ägypten. Das bedeutet, so sagt Rav Eliyahu, dass das Einsammeln des jüdischen Volkes und die Rückkehr aus der Diaspora, die hat an sich eine größere und stärkere Bedeutung als der Auszug aus Ägypten selber. Nicht Mashiach, nicht der dritte Tempel, natürlich sind das große Ereignisse, auf die wir warten, aber allein die Rückkehr und die Versammlung des jüdischen Volkes im Land Israel hat eine riesige Bedeutung. Und von da sprechen wir nicht mehr über die Zukunft. Von da sprechen wir über etwas, was sich vor unseren Augen abspielt. Denn in heutigen Tagen lebt ungefähr die Hälfte, wenn nicht mehr als die Hälfte des jüdischen Volkes in Israel. Ist zurückgekehrt ins Heilige Land. Wir haben eine Versammlung und Einsammlung des jüdischen Volkes erlebt aus allen Ländern. Und dem Talmud zufolge müssen wir also erkennen können, dass diese Versammlung größer ist als die Wunder des Auszugs aus Ägypten.
Das ist eine große Feststellung. Und von da an lohnt es sich, einen Blick auf die geschichtlichen Ereignisse zu werfen, um festzustellen, worin liegt denn die besondere Größe der Ereignisse, die vor unseren Augen da liegen, die sich in den letzten 70, 80 Jahren abgespielt haben, nämlich, dass sich das jüdische Volk wieder im Heiligen Land versammelt. Und Rafaeliahu bringt dazu viele Punkte, ungefähr 10 Punkte, warum, was in der heutigen Zeit passiert, größer ist, als was vor 3.500 Jahren in Ägypten passiert ist. Erstens, in Ägypten wurden wir aus einem Staat rausgeholt, aus Ägypten. Heute wurden wir versammelt aus 102 Ländern, aus 72 Sprachen und alle versammeln sich mit ihren verschiedenen Hintergründen und Kulturen in einem Land wieder. Zweitens, in Ägypten waren wir 200 Jahre. Dieses Mal wurden wir aus 2000-jährigen Diaspora wieder versammelt, die auch grausame Verfolgung beinhaltete. Und trotzdem sind wir dabei nicht verloren gegangen, sondern wir sind wieder versammelt geworden. Drittens, Pharao wollte nur die männlichen, nur in Anführungszeichen, nur die männlichen Neugeborenen umbringen lassen. Es ging um die Männer. Aber in den Verfolgungen in der Diaspora ging es unseren Feinden oft nicht nur um die Männer, sondern um das ganze jüdische Volk, wie wir in der Shoah schmerzlich erfahren mussten. Und trotzdem hat das nicht aufgehalten, dass wir wieder versammelt wurden im Heiligen Land. Viertens, als die Ägypter nachgerannt sind, dem jüdischen Volk, ans Schilfmeer, da heißt es, sind 600 Streitwagen ihnen nachgerannt und die besten Soldaten. 600 Streitwagen. Demgegenüber, als sich das jüdische Volk in Israel versammelt hat, ist es bedroht durch eine Umgebung von Millionen von feindlichen Nachbarn, die bis vor einigen Jahrzehnten alle noch feindlich waren und heute langsam dazu übergehen, nicht mehr so feindlich gesinnt zu sein. Und trotzdem hat Israel überlebt in dieser feindlichen Umgebung und mit vielen Kriegen, die es bestehen musste. In Ägypten, so sagt der Midrasch, ist ein Fünftel des jüdischen Volkes ausgezogen. Heutzutage ist die Hälfte des jüdischen Volkes wieder in Israel versammelt, also wesentlich mehr in Prozenten gesehen. Nächster Punkt. Als das jüdische Volk aus Ägypten gezogen ist, war es bewaffnet. Israel mit rein. Sie sind bewaffnet aus Ägypten rausgezogen und konnten deswegen auch gegen die Amalekiter kämpfen. Als das jüdische Volk sich in Israel versammelt hat, war das britische Mandat da, hat jede Waffe untersagt und mit geringsten Waffenbeständen musste der junge Staat Israel seinen Unabhängigkeitskrieg ausfechten und bestehen und hat es mit großen Wundern geschafft. Darüber hinaus, einer der großen Zeichen unserer Zeit ist, dass wir nicht große Wunder von Gott sehen, sondern wir selber sind das Wunder. Das jüdische Volk im Land Israel bewirkt die Wunder und wird zum Bestandteil des göttlichen Planes dadurch, dass es wieder das jüdische Leben im Heiligen Land ermöglicht. Und darüber hinaus, das Volk Israel, wir haben einen Tag der Wahlen heute. Das scheint immer sehr zu zerspalten und zu zeigen, wie viele verschiedene Ansichten wir haben. Aber trotzdem, wenn es darauf ankommt, zeigen wir, dass wir ein Volk sind. Letzte Woche wurde der Soldat Zacharia Baumel zu Grabe getragen, nachdem er 37 Jahre verschollen war. Und alle waren vereint, alle waren wieder zusammen. Wenn es darauf ankommt, ist das jüdische Volk zusammen vereint. Das zeigt sich in allen Krisen und leider in Kriegen, aber es zeigt sich überall dort, wo es notwendig ist. Und das war damals im Auszug aus Ägypten anders. Da waren das jüdische Volk in Stämme aufgeteilt und die Einheit war noch lange, lange nicht zu sehen über Jahrhunderte. Und das sind viele, viele Punkte, bei denen wir sehen können, wie groß die Zeichen unserer Zeit sind, wie groß die Wunder sind, dass die schützende Hand Gottes nicht von uns weg ist, sondern im Gegenteil. Das ist nicht lange Vergangenheit, vor 3.500 Jahren geschehen. Das ist heute, jetzt, vor unseren Augen, erkennen wir große Wunder, erkennen wir, dass wir von Generation zu Generation neu aus Ägypten ausziehen und heute mehr denn je. So wünsche ich uns allen, dass wir ein großes Fest der Befreiung und der Freiheit feiern, das Chag HaMatzot, dass wir, so Gott will, bald die Möglichkeit haben, wieder das Pesachfest in voller Fülle zu feiern und dabei die volle Bedeutung des Pesachfestes in vollen Zügen feiern dürfen.
An diesem Punkt beende ich meine Ausführungen. Wenn Fragen sind, lade ich Sie herzlich ein, diese hier zu stellen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, Herr Rabbiner. War wieder sehr interessant. Sehr, sehr gerne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, die habe ich eine extra Frage zu dieser Mesuzot. Da steht auf den Tora immer steht Mesuzot. Warum haben wir heute auf den Tür immer nur eine davon? Nicht denn, weil bei den Tora steht immer steht Mesuzot. Al Mesuzot Betecha. Erstens mal, die Mehrzahl ist auch auf die Häuser, die Pfosten eurer Häuser und eurer Tore. Das bedeutet, jedes Haus hat ein solches Tor und eine solche Tür, an die sollen wir dann die Mesuzah anbringen. Aber tatsächlich auch in einer Wohnung, wo es mehrere Türpfosten gibt, bringt man normalerweise auch mehrere Mesuzot an jedem einzelnen Türpfosten dann. Aber pro Tür nur eine. Es geht nicht so, wo das Blut auf die Puske gestrichen wird. Und da steht Plura und zwei, also stehen Mesuzot. Also das sind die zwei Seiten von Mesuzot, da stehen immer Plura. Und ist das so, dass wir dann halt bei Mesuzot auch mal zwei hängen, so nicht eine? Woran? Nein, man hängt nur an die rechte Seite beim Reinkommen. Die Mesuzah an und sie ist nicht nur wegen, es ist nicht direkt wegen des Bluts. Der Talmud verknüpft nicht die beiden Dinge miteinander. Die Mitzvah der Mesuzah, die Mesuzah anzubringen, die ist nicht wegen des Bluts in Ägypten gewesen. Vielleicht gibt es einen metaphorischen, gedanklichen Zusammenhang, aber nicht einen direkten, technischen, halachischen. Und ich glaube, an einer Stelle kommt auch das Wort Mesuzot, das in Mehrzahl gesagt wird, aber in Einzahl geschrieben wird, Mesuzat. Ohne Waff. So, und daraus lernen wir, dass es nur eine ist und nicht mehrere Portüren. Deswegen eine reicht völlig. Ich habe nirgendwo eine Mesuzah gesehen. Haben Sie irgendwo gesehen? Ich sehe immer Mesuzot. Ich sehe immer Plura. Ja, aber das wird ohne Waff geschrieben und dann ist es Mesuzat. Wenn das Waff wegfällt. Ich denke, es ist ohne Waff geschrieben. Ich muss schauen, ob ich hier ist eine Tora. Einen Moment. Meinen Sie in Schma? Ja, dort, wo es geschrieben steht. Einen Moment, ich schlage es auf, um es zu prüfen, ob das stimmt, was ich sage. Ja, hier ist das erste war weg, aber das zweite da. Nein, hier steht es Mitwaf, Entschuldigung. An der Stelle, wo die Mitzvah genannt ist, ist es Mitwaf. Ich muss nachschauen, woraus wir entnehmen, dass es immer nur eine pro Tür ist. Aber das ist klein der Halacha, dass es nur eine braucht pro Tür. So, gibt es noch weitere Fragen, solange ich da hier schaue, ob ich noch was finde? Ich wollte noch gerne sagen, man sagt doch Chag Pesach Sameach. Ja. Man sagt doch immer Pesach und nicht das Fest der ungesäuerten Brote. Richtig. Man spricht von Pesach. Ah, hier ist das. Sehr gut, okay. Ja, das ist richtig, weil wir sehen uns nach dem Pesachfest und wollen das vielleicht zum Ausdruck bringen, dass wir das nicht einfach so aufgeben. Vielleicht ist das ein Punkt, an dem wir uns erinnern sollen. Aber wenn wir halachisch korrekt sein wollen, nicht halachisch, ist keine Halacha. Aber wenn wir es ganz genau nehmen wollen, dann nennen wir das Fest Chag HaMatzot und nicht Chag HaPesach. Aber wir wollen Pesach feiern, wir wollen uns daran erinnern, wir wollen dieses Fest wieder zurückhaben. Das ist gut, dass wir das Fest so nennen, auch wenn es in der Tora nicht so genannt wird. Zu Ihrer Frage wegen der Mesuzot. Es ist in beiden Sätzen plural geschrieben. Und da gilt ein interessanter Grundsatz in den Auslegungen. Und zwar, wenn es zweimal etwas dazugeholt wird, im Mehrzahl geschrieben wird, dann
Es hätte gereicht, einmal zu schreiben, Mesuzot in Mehrzahl. Dadurch, dass es zweimal geschrieben ist, lernen wir, dass das dass eigentlich Einzahl gemeint ist. Ein Moment. So, ja, das ist, was hier ausgeführt ist in Köln. Das ist ein technischer, halachischer Weg, die Dinge zu entscheiden, die Wege der Auslegung der Tora. Plural steht, dann ist es einmal, dann ist es... Wenn zweimal hintereinander Plural kommt und es keinen spezifischen Grund dafür gibt, dann ist genau das Gegenteil gemeint. Plural plus nochmal Plural, um darauf hinzuweisen, dass es eigentlich als Singular gemeint ist oder etwas ausgeschlossen wird und nicht eingeschlossen. Ist das immer so? Ja, das ist einer der 13 Auslegungsmethoden. Ribui, achar ribui. Wenn mehrere Mal eingeschlossen wird, dann kommt es in Wirklichkeit auszuschließen, weil die Tora muss nicht mehrere Mal dasselbe einschließen. Ah, okay. Seit wann ist Mesuzah eingeführt in der Geschichte? Seit es die Tora gibt. Seitdem wir Häuser bewohnen. Ah, seit Jahrhunderten. Weil ich weiß, dass in China gibt es auch Tradition, dass man, jetzt machen wir nicht mehr, dass man mit zwei rote Papier immer auf dem Fuß, aber man macht immer zwei, man macht niemals eine. Bei was? Und da oben auch. In China ist das so, dass immer am Frühlingsfest, genau jetzt diese Zeit, man macht rote Papier auf dem Fuß zwei Seiten und da oben auch, aber immer zwei. Niemals macht man ein Papier, immer zwei Seiten. Das ist nicht das Gesetz der Tora. Ist nie so gewesen. Nur in Ägypten mit dem Blut, sonst nicht. Naja, ich frage es nur, warum es jetzt nur eine übrig geblieben ist. Aber gut, dann gucke ich mal, wo die andere. Vielen Dank. Gerne, gerne. Also Chag Sameach, dieser ungesäuerte Brot. Ja, ich wünsche noch mal Chag Sameach allen ein fröhliches Pesachfest. Und so Gott will, sollen wir uns alle in Israel treffen. Möglichst bald. Alles Gute. Chag Sameach und hoffentlich bis zum nächsten Semester. Shalom, shalom und Chag Sameach. Alles Gute. Das ist doch nett.